Und zugeschaltet aus dem Großraum Kiew ist nun Inna Sowschun, ukrainische Parlamentarierin von der Partei Stimme. Guten Morgen, Frau Sowschun, und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Danke für die Einladung. Es freut mich auch. Es ist Tag 18 dieses Ukraine-Krieges. Wie geht es Ihnen und vor allen Dingen, wie bereiten Sie sich auf den Sturm Kiews vor? Я думаю, що всі в Україні зараз вкрай виснажені, всі дуже втомлені, всі дуже розлючені разом з тим. Знаєте, сьогодні вранці всі ми прокинулися від інформації про чергові сирени, які звучали по Західній Україні. Мій син знаходиться на Західній Україні, і я, звичайно, дуже злякалася за безпеку мого сина і за його психологічний стан. І, на жаль, ми бачимо, що зараз в Україні немає жодного безпечного місця, де, в принципі, можна думати, що ти є в абсолютній безпеці. Путін розширює масштаби атак, в першу чергу, з повітря, по всій Україні, і це, звичайно, дуже лякає, але разом з тим дуже організовує та дисциплінує. І зараз es ist alles sehr disziplinierend für uns und das ganze Land ist jetzt in diesem Modus. На одну ціль це долати ворога. І в Києві так само. Den Feind zu stoppen. Auch in Kiew arbeiten alle auf dieses Ziel hinauf, weil wir hoffen, dass es nicht passiert, dass wir standhalten können. Wir haben in der nördlichen Richtung, wir wissen, was dort passiert, aber unsere Streitkräfte werden umgruppiert. Wir bereiten uns vor, und damit der Feind sich nicht einfach frei bewegen kann. Wir bereiten uns aber auf das schlechteste Szenario vor. Das müssen wir mit berücksichtigen. Es ist eine ganz schwierige Situation für Sie und die russischen Truppen ziehen ja offenbar den Ring immer enger. Aber was wir nun in der vergangenen Nacht, Frau Sowschun, ja auch erfahren haben, ist, dass die russischen Truppen offenbar auch Richtung Westen weiter vorrücken, in der Nähe von Lviv und damit an die polnische Grenze. Was bedeutet denn diese Offensive für die Ukraine? Soll der Krieg jetzt ins gesamte Land getragen werden? Ja. Schauen Sie, in den propagandistischen Kanälen sagen Sie oft, sprechen Sie oft darüber, dass nach der Ukraine Polen und Litauen kommen. Deshalb diese Erweiterung der Kampfhandlungen auf das gesamte Gebiet der Ukraine. Es war zu erwarten, das sind nicht die ersten Angriffe auf den Westen der Ukraine. Jetzt ging es um militärische Infrastruktur, die von denen attackiert wurde. Aber wir können es nicht ausschließen, dass auch zivile Ziele nicht mit beschossen werden. Genauso wie jetzt in den anderen Teilen des Landes. Die Frage ist nicht, ob wir das verstehen oder wissen, dass sie sich auch in den Westen bewegen wollen. Die Frage ist, ob Europa versteht, dass nach der Ukraine der Vormarsch in den Westen weiterhin auch gehen kann. Die Propagandisten, die Russischen, haben schon Polen und Litauen erwähnt. Und es ist die Realität. Und die zu verneinen, ist nicht klug. Es ist schrecklich, aber damit kann man, das kann man ankämpfen, wenn man sich zusammen dagegen stellt. Ich rufe den Westen auf, diese Bedrohung des Hitlers des 21. Jahrhunderts anzuerkennen. Es ist nicht nur für die Ukraine eine Bedrohung, sondern für die europäische Zivilisation. Das, man darf nicht denken, es ist nur Putin gegen die Ukraine. Er hasst nicht nur uns, sondern die ganzen europäischen Werte, die wir jetzt im Moment verteidigen. Das, was Sie jetzt ausgeführt haben, zeigt sich das auch darin, dass Putins Truppen offenbar immer blutiger voranschreiten, aber auch langsamer. Was zeigt das auf der anderen Seite auch über den Kampfeswillen der Ukraine? Ja, natürlich. Also Kampfgeist der Ukrainer ist absolut ungebrochen. Wir sehen, dass die Ukrainer nach jedem Angriff kommen noch mehr Menschen, die mitkämpfen wollen. Nach jedem Luftschlag haben wir wieder Schlangen. Die Menschen melden sich freiwillig zur freiwilligen Verteidigung oder zur Armee. Menschen rufen mich an und fragen mich, hilf bitte, kannst du mir helfen, damit ich dort mitkämpfen kann? Es gibt
gibt ja so viele Freiwillige, dass die nicht mehr angenommen werden. Aber die Menschen wollen es und versuchen es auch über solche Kanäle, damit sie verstehen, wie unser Kampfgeist ist. Und die russische Armee kann hier am Boden uns nicht bekämpfen, weil sie verlieren viel. Sie können sich nicht, sie kommen nicht voran und dann greifen sie zu Terror gegen Zivilbevölkerung. Und diesen Terror haben wir schon in den Kleinstädten um Kiew gesehen, Irpin, Bucha. Es sind schreckliche Szenen. Es sind viele Kinder, die gestorben sind, ältere Menschen. Es ist bei der Evakuierung, haben die Putins Soldaten geschossen. Das war von oben sanktioniert für die Armee, Zivilisten zu beschossen bei dieser Evakuierung. Und in dem, im Süden der Ukraine, im Gebiet Cherson, was wir sehen, es ist undenkbar. Sie sagen, dass sie jetzt ein Referendum planen, um eine Cherson-Volksrepublik zu schaffen, ähnlich denen sogenannten Donetsk- und Luganska-Volksrepubliken. Sie hängen dort russische Fahnen auf unseren Verwaltungsgebäuden. Sie machen das einfach weiter, was sie 2014 schon gemacht haben und damals unbestraft. Und dass der Westen damals nicht reagiert hat, dass es damals nicht diese Sanktionen gab 2014, die es jetzt gibt. Das hat dazu geführt, dass sie einfach weitermachen. Das ist eine Eskalation, weil sie unbestraft geblieben sind dafür, dass sie die Krim weggenommen haben, den Donbass. Und im Süden der Ukraine fangen sie mit dem Terror an. Ich glaube, alle haben schon über den entführten Bürgermeister von Melitopol gehört, der jetzt gefoltert wird. Vor 30 Minuten haben wir die Informationen bekommen, dass noch ein Bürgermeister im Gebiet Cherson entführt wurde. Und das ungeachtet dessen, damit Sie einfach verstehen, wie die Ukrainer, wie mutig sie sind, in diesen Städten, das sind russischsprachige Städte im Osten, im Südosten, sie kommen auf die Straßen, die Ukrainer, Tausende, da wo die russischen Panzer stehen, sie kommen auf die Straßen und protestieren und die sagen, wir sind Ukrainer, bitte geht hier weg. Das zeigt einfach den Kampfgeist der Ukrainer, wie bereit wir sind zu kämpfen und wir hoffen, dass wir auch eine gehörige Unterstützung bekommen von Europa. Wir rufen alle auf, nicht mehr mit Russland Handel zu treiben. Wir verstehen, dass es enorm schwierig ist, aber schauen Sie, wir müssen uns mit ansehen, wie unsere Menschen zu Tausenden sterben. Wir haben Angst vor Bomben. Ich rufe einfach Deutschland und andere europäische Länder auf, kein einziges Euro nach Russland zu schicken, weil mit jedem Euro kann Putin neue Bomben bauen, die auf uns abgeworfen werden. Bitte wenigstens das, wenn man nicht direkt uns bei dem Kampf gegen den Tyrannen helfen kann, wenigstens das, bitte. Ina Sachschun, vielen Dank für dieses Gespräch und es war bewegend, was Sie uns aus dem Großraum von Kiew erzählt haben. Bitte passen Sie auf sich auf und natürlich weiterhin alles Gute. Danke. Vielen, vielen.